aller Leute, endlich ist er da, das kleinste Flugzeug der Welt, das leichteste, wie die Firma Ozon behauptet, und da ist er, inklusive Gurtzeug, nicht einmal 2 Kilo, der XX Lite in 16 Quadratmeter, der 19er ist ein bisschen schwerer, aber schauen wir sich einmal an. Schauen wir mal rein ins Sattel. Ist er in einem Packsack und legen wir ihn einmal aus. Und der Michael wird so nett sein und den Schirm mal aufziehen und dann drüben filmen. So, das ist die Eintrittskante des XX Lite. Wie man schön erkennen kann, ist das Obersegel nach unten umgeschlagen quasi und es gibt so quasi Rippen. Und das Single-Skin-Segel, also das Obersegel, wo also nur ein Segel ist, wird nur mit den Rippen quasi in Form gehalten. Das sieht man da hier sehr, sehr schön, wo auch die Kraftanleitung der Leinen und Aufhängepunkte ins Segel stattfindet. Und an der Schirmhinterkante befinden sich Segeltaschen, die auch die Hinterkante stabilisieren, das Starten sicher auch erleichtern. Also konstruktiv sicher sehr, sehr interessant. Was auch zu sehen ist, es sind sehr, sehr viele Aufhängepunkte, was natürlich verständlich ist für nur ein Segel. Es gehen ja keine Diagonalrippen. Dass die Form behalten bleibt und vor allem in der Krafteinleitung, dass halt viele Aufhängepunkte da sind, um das Segel schön in Form zu halten. Natürlich, wie man sieht und gesehen hat, sind auch Stabeln vorne an der Eintrittskante drinnen. Und Ozon empfiehlt, auch wegen des dünnen Tuches natürlich, dass man den Schirm nicht über die Wiesen zieht, über den Boden zieht. Das wäre für die Beschichtung, für die Langlebigkeit natürlich nicht gut. Wie bei jedem Schirm, bei dem natürlich noch mehr, weil das ja alles sehr dünn ist. Und man rafft ihn am besten, sind eh Stabeln drinnen. Hier, das geht ja ganz toll hier zum Halten. Das ist einfach die Leinen, das ist einfach zusammen. Immer von der Mitte nach außen. Wieder hochheben kann man das ruhig. Man tut das einfach, hat ja auch kein Gewicht. Gell? Dass man das einfach dann so zusammennimmt. Und dass man quasi so Zelle zusammen. Das ergibt sich eh wunderschön mit den Aufhängepunkten, mit den Leinen. Man braucht das nur so zusammennehmen, bis man Flügel zusammen hat. Und wenn man alles zusammengerafft hat, einfach so zusammennehmen und auf die Seite legen, schön Zelle auf Zelle, kann man ja gar nicht sagen, Zelle auf Zelle, dass quasi Stäbchen auf Stäbchen bei der Eintrittskante schön aufeinander liegt und nicht verbogen wird. Meine, die sind zwar, brechen zwar nicht, und lassen Sie, aber es ist besser, wenn man schaut, dass die schön liegen und nicht ständig geknickt werden, wie die Form schön erhalten bleibt. Musik
Das ist zu. Fixalps, ich komme. Genau. Joho! Jawohl! Suppi! So, jetzt kommt der anstrengende Part, nämlich das Raufgehen. Aber mit dem kleinen Sackerl da wird es sicher überhaupt kein Problem werden. Schauen wir mal, aber mit meiner Kondi wird es leider doch ein bisschen dauern. Ja, bis dann. So, ich schummle. Ich gehe den einfachen Weg, weil schon finster ist. Ich gehe die hohe Wandstraße rauf. Nur trotzdem anstrengend. So, Halbzeit. Sind jetzt in den Kern auf der hohen Wandstraße. Und hoffentlich seht ihr noch was auf der Kamera. Es ist nämlich schon ordentlich finster. Also, bis ich hier oben bin, wird sicher dann schon die ersten Sterndeln zum die ersten Sterndeln zum Sehen sein. Na ja, schauen wir mal, wie lange wir noch brauchen. So, jetzt sind wir beim Almfrieden oben. Die Steinböcke beobachten mich da, 3 Stück. Aber die werden mit der Kamera nicht zum Sehen sein. Ich befürchte aber, dass ich auch nicht zum Sehen bin. Aber der Ausblick ist genial, ist wunderschön und ja, was soll ich sagen, in der Neustadt, die Lichter, toll, das Wiener Becken. Es geht da leichter Wind drauf, das macht es sehr, sehr angenehm und natürlich, was soll ich sagen, das Backerl, ja, das spürt man fast gar nicht. Das sind vielleicht 3 Kilo, man geht da ganz normal, wie eigentlich, wenn du keins mit hättest. Okay? Ja, Endspurt zum Postel. Dauert noch vielleicht eine Viertelstunde, dann sind wir oben. So, jetzt machen wir es einfach so. Bin mittlerweile oben. Das ganze das Stückerl hat mir unbedingt noch einen Flieger mitnehmen müssen. Meine, das waren nicht einmal 5 Minuten zum Postel. Mittlerweile bin ich beim Postel. Jetzt fahren wir runter
Hab gestoppt, hab ca. 50 Minuten raufgebracht von der Maut. Das geht mit meiner Kondi, aber mit dem Schirm war das super zum Tragen. Das spürst überhaupt nicht, das Packerl, ist genial. Gut, schauen wir, vielleicht geht's noch mal zum Fliegen damit. Ich werde es hören davon. Gute Nacht, ciao. So, hallo liebe Leute, erstmal willkommen in meinem Garten. Ein bisschen ungewohnt da bei mir, da mal zu machen. Ich hoffe, was ihr bis jetzt gesehen habt, war mal für euch interessant. Eben mal das Herzeigen vom Schirm ein bisschen, das Aufziehen. Danke an dieser Stelle mal an Michi Martell, der mir da quasi Model gestanden hat und den Schirm gehandelt hat, damit ich das filmen konnte. Vielen Dank an dich, Michi. War wirklich gut, ist gut gemacht. Danke. Und ja, und dann den Flug. Das war wirklich toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War wirklich eine gute Geschichte. Hut ab an der Zone, würde ich sagen. So, ein bisschen Resümee drüber, über den Schirm. Wie ihr schon gehört habt, der Schirm ist sehr, sehr empfindlich. Anhand des geringen Schirmgewichts natürlich, der Kappengewichts, das auf jeden Windhauch reagiert. Das ist ein bisschen ungewohnt zu einem Schirm, zu einem herkömmlichen Gleitschirm. Fliegt ein bisschen anders, also man sollte ihn eher fliegen lassen, er reagiert auch ziemlich, also auch jede Luftbewegung, dass man das ausgleichen will, braucht man eigentlich nicht wirklich, der Schirm stabilisiert sehr gut alleine, ist aber auch recht langsam, hat man auch im Video gesehen, ich habe mich zwar halten können im Aufwind, war ein bisschen vorsichtig auch, dass ich nicht so knapp zurückgeflogen bin, weil ich den Schirmhaltung nicht so richtig kenne, lieber vorsichtig sein am Anfang, ist sicher okay, aber Sicherheit ist Sicherheit, hätte sicher noch länger fliegen können, aber natürlich auch ins Kalkül zu verfassen war ja das, dass ich nicht zu lang fliege, dass ich eben noch Zeit genug habe zum Raufgehen auf der hohe Wand. Ich wollte auch einen wirklichen Walk-and-Fly, eigentlich was umgekehrt, ein Fly-and-Walk-Flug, dass ich raufgehen konnte und einmal schauen, wie das ganze Ding sich tragt. Kann aber vorweg sagen, das spürst überhaupt nicht, das Packerl hat so mit allen drum und dran, habe ich ein bisschen, vielleicht über 3 Kilo vielleicht sowas gehabt. Also das merkt man überhaupt nicht, also sehr klein, sehr kompakt. Da geht man eigentlich einen Berg rauf, wie wenn du gar nichts hättest. Also funktioniert wirklich toll. Ja, für wem ist eigentlich dann der Schirm geeignet? Weil es ja doch ein bisschen Einschränkungen gibt für einen normalen Flugbetrieb. Ich würde den Schirm auch nicht, also wirklich empfehlen, nur maximal als Zweitschirm. Vielleicht sogar der Trend geht ja auch zum Drittschirm. Für Thermik-Gags zum Beispiel, die halt das Neueste und Interessanteste haben wollen. Ist fürs hochalpine Fliegen eher im hochalpinen Raum nur bedingt geeignet, wenn man da schon sehr achten müsste, dass der Wind nicht so stark wird. Gell? Da soll man unbedingt aufpassen drauf. Der Schirm geht vielleicht knapp über 30 km/h. Habe es nicht gemessen, muss ich auch dazu sagen, ich habe kein GPS mitgehabt. Aber vom Fluggefühl her ist er relativ langsam. Die Gleitleistung ist auch nicht wirklich vergleichbar mit einem herkömmlichen, auch Bergschirm. Ich schätze immer mal, wenn man das kann, schätzen auf ca. 6 bis 7 an der Gleitzahl. Viel mehr wird nicht drinnen sein. Und durch die geringe Fluggeschwindigkeit, wenn man da Gegenwind hat und dazu vielleicht sogar noch in Allee oder Saufen reinkommt, da wird dann schon flott gesunken. Und Bremsen zum langsamer Fliegen, zum Thermik mitnehmen, bringt auch nicht sehr viel. Der Schirm wird nur langsamer. Aber wirklich, dass das Steigen oder Sinken es dadurch wirklich geringer wird, ist nicht der Fall. Ja. Also da muss man dann wirklich aufpassen. Ist geeignet für einen Abgleiter von einem Berg. Wenn es auch thermisch geht, wird es sicher auch gehen zum Fliegen, ist keine Frage. Aber halt, man muss mit Windgeschwindigkeiten aufpassen. Gell. Und halt die geringere Flugleistung muss man auch im Auge behalten. Gell. Aber der Vorteil natürlich, wegen diesem geringen Gewicht vom Schirm, und das eigentlich überhaupt nicht ins Gewicht gefällt, ein Bergfex, der am Berg raufgeht und halt runterfliegen will, und es geht dann vielleicht doch nicht, das Schirm, das spürt man überhaupt nicht, da geht man halt einfach wieder runter. Und das ist ein riesen Vorteil auch an den Schirm. Ideal ist der Schirm eigentlich auch, würde ich sagen,
für Leute zum Sporteln, also die auch an einem Flugberg wohnen oder gleich in der Nähe, dass man halt nach der Arbeit schnell am Berg, wo man halt normal fliegt, am Hausberg halt hingeht, hinfahrt und da mal schnell raufrennt, eben zum Sporteln und dann, dass man sich einen Abstieg erspart, dann Klettersteig rauf geht, wie hier auf der hohen Wand, dass man einfach mal runterfliegt und so das als Sportgerät auch verwendet, als Abstiegshilfe. Dafür ist der Schirm sicher blendend geeignet, weil ich denke, mit diesem kleinen Packmaß und einem eher geringen Gewicht kann man auch locker leichte Klettertouren machen. Ist sicher kein Problem. Also für das ist der Schirm sicher gut geeignet. Auch von der Festigkeit her vom Schirm her ist sicher auch kein Problem. Die Leute, die den X, den normalen, den Ultralight kennen von Ozon, das ist dasselbe Tuch und der hält bei pfleglicher Behandlung, also wenn man wirklich darauf aufpasst, auch wie ein herkömmlicher Schirm, es ist kein Problem von der Festigkeit, von der Haltbarkeit. Man muss halt nur aufpassen, weil die mechanische Belastbarkeit von dem dünnen Tuch natürlich schon geringer ist. Also im Baum reinhängen oder im Busch reinhängen und dann anziehen, sollte man eher nicht. Also das ist eigentlich eh klar. So, das war es einmal ganz kurz, Resümee über den Schirm. Werde vielleicht noch einmal ein zweites Video reinstellen mit anderen Erfahrungswerten. Denn vielen Dank an den Conny von Ozon.de. Ich darf den Schirm noch ein bisschen länger behalten, dass ich sicher noch mal fliegen werde damit und sicher kann. Werde es aber sicher mal für Abgleiter und nicht gleich einmal für Thermikflüge verwenden, einmal den Schirm kennenzulernen. Da auch mal ein bisschen vorsichtig zu sein, weil es ja doch ein ganz anderes Konzept ist gegenüber einem herkömmlichen Schirm. Sicherheit wird sicher kein Problem sein, aber man muss ja nicht gleich mal wild angehen und das einmal probieren, auch mit den Gehen. Ich möchte auch, wenn es geht, an einen anderen Berg einmal raufgehen. Möchte noch nicht verraten, weil das ist dann ein bisschen so klein dokumentarisch auch dann schon. Und da wird es noch was geben. Dann auch ein bisschen in eigener Sache. Es ist mein erstes Video, was ich in der Art mache, weit entfernt professionell zu sein. Ich bemühe mich halt ein bisschen was zu machen und so ein paar Videoblogs reinzustellen über mal hauptsächlich Ozonschirme. Bin ein Ozonianer, Leute wissen das eh, bekennender Ozonflieger. Aber natürlich auch über andere Gleitschirme, wenn es sich einmal ergibt, überhaupt kein Problem. Das machen auch andere Firmen sicher super Gleitschirme. Da bin ich nicht so, dass ich sage, nur Ozon das Einzige, was gibt. Aber ich habe halt zu Ozon einen guten Kontakt und werde da hauptsächlich in der Richtung hin Schirme vorstellen, Gurtzeuge etc. etc. Also halt so einen kleinen Videoblog machen, was da so Neues gibt, ein bisschen vorstellen, ein bisschen drüber palavern. Ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen auch. Ist vielleicht ein bisschen was Neueres hier, glaube im deutschsprachigen Raum. Ich habe noch nicht genau geschaut, vielleicht gibt es andere, die das auch schon machen. Ich möchte es gerne versuchen. Wenn es ankommt, schreibt es mir vielleicht hier drunter, dann unter dem Video, wenn's, ob es euch gefallen hat, ob ihr noch mehr hören wollt in der Richtung, in der Art. Würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme. Wie gesagt, bitte Gnade, ist nicht professionell. Es ist einfach einmal locker gemacht. Vielleicht wird es auch mal besser. Muss mal schauen. Ich höre gerne Tipps, hören wir gerne an. Danke an euch alle fürs Zusehen. Danke an Ozon, danke an den Michi, der da mit dabei war. Und immer schön knitterfrei bleiben und bis zum nächsten Mal. Grüß euch. Stand up and fight.